Hallöchen, da sind wir wieder. Kodo ist immer noch am Start. Kodo hat gekackt, das hat Kodo gut gemacht. Ich habe uns auf Level 20 gefarmt und gebaut. Wir haben ja hier eine Plattform, da kommt gleich noch was drauf. Ich habe vorne dicht gemacht mit einem simplen Holztor und zwei Stachelbarrikaden. Da habe ich mir gedacht, das muss man jetzt nicht sehen. Ich habe die ersten vier Folgen mal so ein bisschen laufen lassen, dass die Leute, die Ark nicht kennen, mal ja, vielleicht so ein Gefühl fürs Spiel kriegen. Und ja, wir sind Stufe 20 und wir werden in dieser Folge Stufe 20-Stuff machen. Wie gesagt, ich habe uns auf Stufe 20 gefarmt, ich habe uns auf Stufe 20 gecraftet mit dem Tor und den beiden Stachelbarrikaden und ein bisschen Narkosemittel. Ich habe ein bisschen Fleisch in meinem Inventar vergammeln lassen. Und ihr seht, wir haben 45 Zement und so viel Holz. Wo kommt das denn alles her? Das kommt aus dem Biberbau, der hier vorne stand, denn der ist jetzt weg. Und zwar sind die Biber irgendwann wieder in Richtung da, in diese Richtung gelaufen. Und hier war keiner mehr zu sehen. Und dann habe ich mich einfach mal getraut und habe den Biberbau gelootet. Und das hat ganz gut funktioniert. Das heißt, in dem Biberbau war jede Menge Holz. In dem Biberbau waren ein paar 40 Zement. Deswegen haben wir jetzt hier auch unseren Grabstein. Wenn wir E drücken, Recover Corpse, dann kriegen wir von allen Leichen, die von uns sind und die noch auf der Map sind, das Inventar. Und im Biberbau waren seltene Blumen. Die brauchen wir später für ein bisschen S-Plus-Stuff und für einige Sachen zum Herstellen. Und kann man auch bei einigen Tieren zum Tamen verwenden. Im Sinne von zum einen Futter, im Sinne von zum anderen, wenn wir als Spieler eine solche Pflanze essen, dann sondern wir einen Duft ab. Keine Ahnung, auf jeden Fall werden Dinos in der näheren Umgebung aggro auf uns. Auch die lieb sind normalerweise. Und auch wie den Tapajara, den wir in der letzten oder vorletzten Folge gesehen haben, der sofort Reis ausgenommen hat, als wir an ihm vorbeigelaufen sind. Auch der verfolgt uns und wird fuchsteufelswild. Und bei dem kann man das ganz gut verwenden, um ihn in eine Taming-Falle zu locken. Mal gucken, ob wir das später machen. Ich weiß gar nicht, ob wir solo zwingend Tapajara brauchen. Mittlerweile ist ja der Argentavis das Flugtier überhaupt. Ja, hier habe ich eine von unseren gefundenen Holzfundamenten hingestellt. Holzboden heißt es. Und wir machen in dieser Folge Stufe 20 Stuff. Stufe 20 habe ich in den letzten Folgen schon öfter mal erwähnt, ist eine wichtige Stufe. Zum einen können wir den Schmelzofen erlernen. Zum anderen können wir die Werkbank erlernen. Wir können eine Metallspitzhacke und eine Metallaxt erlernen und auch bauen. So. Wir brauchen für die Werkbank brauchen wir Metallbarren. Metallbarren kriegen wir im Schmelzofen. Heißt für uns, wir bauen uns als erstes mal einen Schmelzofen. Da sollten wir eigentlich das Zeug für haben. Jawohl, haben wir. Ist das jetzt auch der S+? Ja. Das heißt, wir werden uns jetzt hier schön einen Schmelz... Und ihr seht, auf dem Boden kann man die nicht platzieren. Das kann man in der S-Plus-Mod auch ausstellen, dass man eben solche Sachen auch ganz normal auf dem Boden platzieren kann. Aber naja, es ist ja auch okay, wenn wir das hier platzieren. Wir stellen dich mal hier hin. So. Und hier hinten kommt dann die Werkbank hin. Die müsste da eigentlich locker hinpassen. Wir wollen hier zum einen Holz. Gib mir doch mal... Gib mir nochmal 251 Holz. So, und wir wollen All the Metal. All the Metal entsenden wie entzündete Feuer. So, in der Schmiede, Refining Forge, Schmelzofen, whatever. Ich nenne das mal so. Ich habe mich da nie richtig entschieden. Können wir tatsächlich nur diese beiden Sachen herstellen. Wir können Metallbarren herstellen, die im späteren Spielverlauf unglaublich wichtig werden und wo wir unglaublich viele von brauchen, um spätere Strukturen bauen zu können, mit denen wir dann wiederum etwas schneller Metall schmelzen können.
Und wir können Benzin herstellen. Benzin brauchen wir später für Stromgeneratoren. Dazu brauchen wir Öl. Öl ist auf dieser Map ein kleiner Krampf. Ein kleiner großer Krampf. Zumindest wenn man nicht unter Wasser will. Und das Zeug abbauen will. Ja, Leder werden wir später im Überfluss haben. Leder ist immer nur am Anfang des Spiels so ein kleiner Bottleneck. Kleiner Engpass. So. Wie war das? 5 Metallbarren brauchen wir für die Werkbank. Dann werden wir jetzt ein wenig warten, bis die 5 Metallbarren fertig sind. Ja, ich habe hier hinten nochmal die Steine gekloppt, da wir noch ein bisschen Metall kriegen. Wir werden jetzt auch Metall brauchen für, haha, wer hätte das gedacht, für die Metallspitzhacke und für die Metallaxt. Unfassbar, dass man dafür Metallbarren braucht. Ist es verrückt. Es ist eine verrückte Welt. So. Gleich geht's los. Und an der Werkbank können wir dann auch viele, viele Dinge herstellen. Also viele Sachen, die wir jetzt mit den kommenden Leveln erlernen können, die können wir auch nur in der Werkbank herstellen. Deswegen ist eine Werkbank eben auch absolut unerlässlich, wenn man denn vorankommen möchte. Da unten läuft ein Biber. Was bist du für ein Level? Wow. Also manchmal... Wo ist er denn? Da ist er. Level 50. Habe ich mir, glaube ich, schon mal angeguckt, ne? Ich habe ein Déjà-vu. Gib mir 5. Werkbank. 50 Stein, 20 leer. Sollten wir auch das noch haben eigentlich? Yes, sehr gut. Ich bin mal wieder so super gut vorbereitet. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt die Materialien alle haben, die wir brauchen. Das ist doch hervorragend. So. Dann die Werkbank hier hin. Das ist ja eh alles provisorisch. Das wird später irgendwann alles eh woanders hingebaut. So, wir gucken mal in die Werkbank. Aktuell können wir in der Werkbank die beiden gelernten Metallsachen herstellen. Noch mehr Leder. Oh, ja, Leder. Guck mal, wir werden... Ah ne, wir hatten ja über 300 Ledern. Ja, easy. Ja, easy. Ja, wenn man die Farmeinstellung ein bisschen hochgeschraubt hat, dann geht das schon ein bisschen zügiger. Ich habe die jetzt auf 3,0 statt 1,0. Also wir kriegen quasi dreimal so viel Loot von einer Quelle, von einem Baum, von einem Tier, von einem Stein, von allem eben einfach. So, die Spitzhacke können wir definitiv schon bauen. Für die Axt wird es Metall noch nicht ganz reichen. Nee, da müssen wir noch einen Moment warten. Aber. Metallwerkzeuge. Ach, so schön. Endlich den ganzen Steinscheiß wegpacken. Ich weiß nicht, erstmal werde ich es noch aufheben für den Fall der Fälle. Wir werden es wahrscheinlich mit 95%iger Wahrscheinlichkeit werden wir den ganzen Steinkrempel jetzt eh nicht mehr brauchen. Und deswegen schmeiße ich es auch weg. Was soll denn das? Weg mit dem Scheiß. Wenn die Steine hier wieder nachgespawnt sind, dann werde ich die auch immer regelmäßig fleißig abfarmen, dass wir hier immer genug Rohmetall haben, um uns, ja, um hier jetzt erstmal über die Runden zu kommen am Anfang. Ich werde das dann auch durchlaufen lassen. Wenn ich später viel Metall farme, das ist so ein bisschen das Blöde, in Anführungszeichen, am Singleplayer-Spielstand. Wenn ich auf einem Server spielen würde, könnte ich den über Nacht einfach laufen lassen. Das heißt, die Zeit auf dem Server würde mehr oder weniger weiterlaufen. Der Schmelzofen würde weiter Metall einschmelzen. Aber sobald man eben den Singleplayer beendet, ist das Spiel eben pausiert. Das ist genauso im Singleplayer. Wenn ich Escape drücke, ist auch Pause. Wenn man auf einem Server Escape drückt, ist eben keine Pause, dann läuft der Server weiter. Also da kann man nicht eben in einer heiklen Situation Escape drücken und sich kurz locker machen und dann geht's weiter. Funktioniert auf dem Server nicht. Aber wenn ich hier Solo spiele, dann muss ich ja keinen Server dafür bemühen. Auch wenn dann das Einschmelzen von Metall zumindest anfangs ein bisschen kritisch werden kann.
Klar, man kann sich dann einen zweiten, dritten, vierten, fünften Schmelzofen irgendwann hinstellen und dann geht das alles auch ein bisschen schneller. Das kriege ich schon alles hin. Das habe ich bisher immer hingekriegt. Und wenn ich halt einfach mal nur Metall einschmelze und das Spiel laufen lasse und mir nebenbei, keine Ahnung, ein paar Serien auf Netflix reinziehe. Moment, Werkbank. Waffen, Nahkampf, warum auch immer das unter Waffen fällt, ich weiß es nicht. Wir wollen eine Axt. Gib Axt. Dankeschön. Tschüss, Steinaxt. So, die Pfeile können wir mal stacken. So. Stufe 20 Stuff ist erledigt. Der Erfahrungsbalken sagt knapp die bisschen mehr als die Hälfte. Und wenn wir dann nämlich Stufe 21 sind, unten kommt gelber Loot runter. Gelber Loot Drop ist, glaube ich, Stufe 50. 65. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall noch nichts für uns. Für uns ist grün aktuell interessant. Der Stego ist wieder. Ja, ein Stego hier ist auch verschwunden. Immer mehr Otter hätte ich jetzt fast gesagt. Otter gibt es auch, aber immer mehr Biber verschwinden. Ich sehe hier überhaupt keinen Biber mehr rumschwimmen und rumlaufen. Bin ich blind? Weil wenn nicht, wenn ja, also wenn hier keiner mehr ist, wenn die sich jetzt alle irgendwie in eine andere Richtung verkrümelt haben. Gut, wir haben hier keinen Schutz mehr, aber wir könnten auch locker mal in den Biberdamm reingucken. Gib, oh ja, oh Junge. Schnell weg, falls doch ein Biber kommt. Das Holz können wir später noch holen. Oh, da kommt einer. Holy shit. Den habe ich nicht gesehen. Jetzt müssen wir durch unser Tor. Schnell, müssen hoffen, dass er die Aggro verliert. Bis wir da hinten hingelaufen sind. Okay, der attackiert die Holzdinger. Ich weiß nicht, ob er die Aggro verliert irgendwann. Ja, wir sehen schon keine gelben Zahlen mehr. Das heißt, er hat die Aggro verloren. Gut, aber, haha, was gut ist, wir haben, oh, Moment, wir haben Blümchen, wir haben Pilze, die brauchen wir später auch und wir haben unsere ersten Siliziumperlen, die wir halt später auch brauchen und die kriegt man hier auch nur unter Wasser und unter Wasser, naja, will man jetzt nicht unbedingt im frühen Spiel, ist halt sehr gefährlich, die fiesen Piranhas. Die Eiern darum. So. Und deswegen, die Biberdämme sind eigentlich... Der attackiert doch noch das Dings. Das finde ich jetzt nicht so gut. Eigentlich müsste er auch selber Schaden bekommen von den Barrikaden. Ich weiß nicht, ob das der Fall ist, ob das passiert. Ich laufe mal ein bisschen hier runter. Ich hoffe mal, vielleicht kriege ich ihn aus der Renderdistanz. Ich weiß nicht, ob sich dann irgendwas ändert. Oder ob wir hier gleich ein Biber-Problem bekommen. Gleich, wenn ich die Treppe hochkomme, steht er vor mir und rackt mich. Greifst du das immer noch an? Ich sehe jetzt keine Schadenszahlen mehr, auch wenn ich näher komme. Gut. Wir müssen auch aufpassen, wenn wir in die Stacheln reinlaufen, kriegen wir auch Schaden. Aber wir hören hier keine Musik. Kann ich hier mal gucken? 1042 von... Scheiße, wird der die Aggro auch irgendwann los? Das ist echt nicht cool. Ich glaube, das hätte ich nicht tun sollen. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe gedacht, die sind alle weg. Der Geiz, die Gier. Geiz ist ja bekanntermaßen geil. Da ist ein Pteranodon, den brauchen wir noch nicht. Aber wir sind ja mittlerweile auch schon lange Stufe 18, können einen Raptorsattel machen. Und wir hatten ja hier den Level 140 Raptor gesehen. Und den würde ich mir gerne demnächst
Polen. Ach Mann, ich würde den gelben Loot so gern öffnen, wenn ich könnte. Ja, ich gehe jetzt mal nicht nach vorne. Ich hoffe, wie gesagt, dass der Biber sich vielleicht irgendwann abregt. Und ein bisschen chillt. Seine Base chillt. Hier wird noch fleißig Metall eingeschmolzen. Das ist sehr schön. Ja, irgendwann muss ich allerdings nach vorne, ne, wegen Trinken. Noch geht das, noch haben wir unseren Schlauch, der leider auch Wasser verliert, aber auch da gibt es in absehbarer Zeit eine Lösung. Ich fürchte nur, die können wir noch nicht umsetzen, dann, weil wir dafür auch Kristall brauchen. Mal ganz kurz gucken. Wann? Na, auf jeden Fall können wir irgendwann hier auf Stufe 26 können wir quasi so ein kleines so einen kleinen Glasbehälter bauen. Eine Flasche quasi und die mit Wasser befüllen. Die bleibt, die ist dann auch dicht, die läuft nicht aus. Das heißt, da sind, wenn es nicht zu heiß ist, nee, Quatsch, hat mit der Hitze gar nichts zu tun, nur auf Scorched Earth verlieren die Flaschen Wasser, auch die, die eigentlich dicht sind, weil Wüste und heiß und gefährlich und hast du nicht gesehen und nervig. Ja, das heißt, Next Mission Level 21 erreichen und auf jeden Fall Narkosepfeile lernen und herstellen und dann gehen wir auf Raptorenjagd, würde ich sagen. Es kann natürlich auch sein, der ist ja unten Richtung Strand gelaufen, dass der sich da jetzt mit so vielen Viechern angelegt hat, dass der mittlerweile tot ist. Die Gefahr besteht bei Raptoren leider, weil sie mehr oder weniger, naja, weil sie 90% von den Dinos, die sie sehen, angreifen. Und die übernehmen sich halt auch gerne mal, ne? Ich meine, das Spiel achtet halt, was das angeht, nicht irgendwie auf Level. Also ein Level 5er Raptor attackiert genauso ein Level 150 Trike wie oder eine Level 150 Schildkröte, wie das ein 150er Raptor machen würde. Ja, hier habe ich komplett gerodet. Und dort sehen wir einen der Obelisken. Es gibt drei Obelisken. Einen blauen, einen grünen, einen roten. Ich will hier nicht runterfallen. Das ist der blaue. Wenn mich nicht alles täuscht. Und dort können wir später, ganz viel später, hin und die Bosse beschwören, beziehungsweise ein Portal zu den Bossen öffnen. Ich gehe jetzt nochmal nach da vorne. Gucken, was der Biber macht. Ob der immer noch böse ist oder ob der mittlerweile wieder komplett gechillt ist. Wenn er nämlich komplett gechillt ist, wieder. Dann können wir. Was brauchen wir? 15 Holz, 4 Leder und 11 Fasern. Das ist falsch. 11 Fasern. Dann reparieren wir nämlich mal eben hier vorne unsere Stachelbarrikade, die der Biber ziemlich krass angeknackst hat. Wir müssen halt echt aufpassen, dass wir nicht selber reinlaufen. Wie fehlt das Material zur Reparatur? Es sind 18 Holz und 14 Fasern. Habe ich beim anderen geguckt? Ah, okay. Boah, der hat fast alles hier gereckt. Hallo, dürftig?
So, hier wird jetzt fleißig repariert. Und die Gesundheit steigt wieder auf die 3500. Jetzt was? 18 Holz, 5 Leder, 14 Fasern. Alles klar. Weißt du was? Gib mir mal das Leder, gib mir mal die Fasern. Gib mir mal so einen Stapel Holz. Da muss ich mir halt nicht merken. Wir süffeln kurz was. Sollen wir mal gucken, nicht, dass der unser Tor auch angeknackst hat. Wobei die Tore eigentlich... dürfte ich? Dürfte ich? Dankeschön. Wunderbärle. Also Tor habe ich jetzt gar nicht geguckt, aber Tore haben sehr viel Gesundheit. Da müssen wir erstmal nicht gucken. Denke ich jetzt einfach mal ganz dreist. So. Aber wir müssen jetzt auch mal wieder raus an den See. Nee, das Tor zumindest hat er nicht angekratzt. Und den Torbogen auch nicht. Jetzt ist er schon wieder komplett... Da schwimmt er rum. Ist er noch böse auf uns? Kommt er an? Nee. Hat sich abgeregt. Wunderbar. Da ist noch ein zweiter. Okay. Gut, das war relativ riskant, das leer zu... Wir haben es ja nicht leer geräumt, wir haben das Holz drin gelassen, aber es war auch so relativ riskant. Egal, es hat funktioniert. Wir haben unsere Holzbarrikaden, unsere Stachelbarrikaden repariert. Das ist schön. Gut, und dann werde ich zusehen, dass wir auf Stufe 21 kommen. Dass ich auf Stufe 21 komme und die Narkosepfeile baue. Und wie gesagt, dann werden wir uns Nrappis widmen in der nächsten Folge. So machen wir das, ne, Kodo? So sieht's aus. Laufender Kühlschrank. Habe ich bis jetzt nur auf Gewicht gelevelt und mache ich jetzt auch weiterhin so. Für was anderes brauche ich ihn halt nicht. Das ist einfach das Sinnvollste, tatsächlich. Der steht eh nur hier rum und hält unsere Lebensmittel kühl. Nicht wahr? Kleiner Freund. Gut, dann ein bisschen kürzere Folge heute. Soll es an dieser Stelle gewesen sein. Wir haben unseren Stufe 20 Stuff gemacht, haben eine Werkbank, haben eine Schmiede, haben Metallwerkzeug und haben Regen. Das ist es nicht schön. Es gibt doch nichts Schöneres als Regen. Ich mag Regen wirklich, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ich bin ein großer... Ich liebe Gewitter. Gewitter sind toll. Und die Gewitter hier auf Center sind die besten Gewitter von allen Gewittern auf allen Maps. Richtig schön Blitz und Donner. Wirklich, wirklich richtig gut. Gut, es regnet hier halt relativ viel und es wird auch meistens, wenn es regnet, neblig. Das ist ja aber, naja. Das überstehen wir schon alles, das kriegen wir schon alles hin. Und dann soll es das an dieser Stelle gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.